Willkommen zurück bei Wurfbald LP. Neben mir der Heizpilz, die fleischgewordene Insolvenz. Zero. Schönen guten Tag. Und so. Wieso die fleischgewordene Insolvenz? Du bist pleite, oder? Mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, ob wir das Schild hier schon gelesen haben. Ja, wir sind immer noch im Vertania Wald unterwegs und kämpfen gegen Elite-Trainer, von denen es hier haufenweise gibt. Ja, angebliche Elite-Trainer. Und hier gibt's Tipps für Trainer. Du kannst deinen Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Und was bringt das? Das habe ich noch nie verstanden. Der sagt dir gut oder schlecht. Nur, damit der alte Sack auch mal was zu sagen hat. Wie groß sind eigentlich hier die Items? Gigantisch. Die sind so groß wie man selber. Und Feuerheiler, weil uns hier so viel brennt. Naja, man weiß es nicht. Naja, kann man jederzeit eigentlich gut gebrauchen. Also, zumindest man brennt. So, und hier erwartet uns schon das nächste Pokémon. Schon wieder? Gibt's hier nur Aquana? Also, scheinbar. Dann hat Aquana wohl irgendein typisches Pokémon ersetzt. Sowas wie... Raupi? Ja genau, das könnte Raupi sein. Oder Rondio? Ich weiß oder nicht. Oder Safkon? Oder Kokuna? Naja, das haben wir draußen schon getroffen. Also wäre Raupi, glaube ich, wahrscheinlicher. Aber eins müsste dann auch noch Pikachu ersetzen. Ja, wenn wir einem begegnen. Ja. Ich frag mich, welches das dann ist. Ach, unser Bock ist so ein... Bock. Ja, ich wollte gerade ein böses Wort sagen, das der Sechsjährige nicht hören darf. Und zwar? Das darf er ja nicht hören, das darf ich ja nicht so laut sagen. Okay, sechsjähriger Junge, halte dir bitte jetzt die Ohren zu. Was ein geiler Bock. Das war ja auch so böse. Ja. Junge, du kannst wieder zuhören. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon. Wir sind ja nicht Team Rocket. Wir haben Erfolg. Ja, und wir haben immer noch die Rakete im Hintern. Naja, du zumindest. Genau. Schon wieder X-Angriff. War das... Nee, no. Letztes Mal war X-Tempo, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe mir vorhin noch die Parts angeguckt, aber... Ja, habe ich heute Mittag auch. Du kannst ja noch nicht alle sehen, Day. Ne, den zweiten habe ich geguckt. Ja, 3 und 4 kommen in den nächsten Tagen. Beziehungsweise, wenn ihr den hier seht, sind natürlich die anderen auch schon draußen. Ja, wenn ihr den hier seht, ist es der vierte. Ja. Heute ist dann auch Samstag, glaube ich, oder? Warte. Ja. Sollte dann Samstag. Ah, nee, Bruder. Nee, heute ist Sonntag, Quatsch. Nein, Samstag. Nein, Sonntag. Wenn morgen dann 3 rauskommt. Kommt Samstag der... Vierte. Und wenn das hier kommt, ist Sonntag. Ja, das hier ist doch der vierte. Nein, das ist der fünfte. Echt? Haben wir gestern 4 Sessions aufgenommen? Also 4 Dings? 4 Videos in einer Session, ja. Oh, okay. Und ich habe nur 3. Ne, ich muss euch etwas gestehen. Oder? Konvertieren ist kompletter Mist. Ihr habt es wahrscheinlich im Video gesehen. In allen. Nein, in 2 nicht. In 2 und 3 nicht. Es stockt so leicht. Ich dachte zuerst, das läge an der Verbindung. Aber wir haben ein Problem. Wieso? Ne Mutti! Weil Bock vergiftet ist. Oh, haben wir ein Gegengift? Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast es auch mal gesagt, das brauchen wir eh nicht. Wirklich? Irgendwie sowas hattest du gesagt. Ja, kann schon sein. Ich glaube, im ersten Part oder im zweiten. Haben wir vielleicht einen Hyperheiler gefunden? Ich glaube nicht. Würdest du brennen, hätten wir ja jetzt einen Feuerheiler. Nein. Nö. Gut, Scheiße. Dann tausche ich als erstes mal Bock gegen Ariel. Ich hoffe, es hält so lange und wir bewegen uns. Aber lieber Bock als Mutti, ne? Ich lese die Schilder gleich. Habt ihr zufällig was für mich? Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik zerhacken. Gut, ich riskiere es jetzt nicht, ich gehe jetzt einfach ins Pokémon-Center. Ansonsten sind wir gleich unser erstes Pokémon los. Und das war dann auch noch unser Starter-Pokémon. Ah, der schafft das schon. Unser Bock ist zäh. Ja. Schwein gehabt. Willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Gab's das Pummeluff im letzten Pokémon-Center auch schon? Nein, das steht nur in Marmoria City. Und es gibt für die gelbe Edition, ich weiß nicht, wollen wir die auch machen? Nee, ne?
Nö, das ist ja eigentlich dasselbe. Ja, komm jederzeit wieder vorbei. Da schläft nämlich Pikachu ein, wenn man das... Ja, stimmt. Es bleibt so lange im Schlafen, bis man das Pokémon Center wieder verlässt, ne? Ja. Ach ja. Dass man bei der Game Edition... Von Pummeluffs Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Ja. Komischerweise wird der Trainer nicht müde. Ja, und das... Gut. Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Und trotzdem steht er in der Ecke rum. Und woher weißt du das jetzt plötzlich? Hat es uns einer als Schild auf den Rücken geklebt? Kann sein. Team Rocket, Mondberg, melden. So, oder ich lese. Hellseher. Was? Wir sind vielleicht Hellseher oder so ein Tattoo auf der Stirn. Ja, ich gehe jetzt erstmal das Schild hier lesen. Mach das. Auf Wiedersehen im Vertania Walz. Der nächste Ort ist Marmoria City. Muss es nochmal. Ja, Entschuldigung, ich muss mich erst dran gewöhnen. Das heißt, wir bekommen ja bald unseren ersten Orden. Ja. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Ich erinnere mich noch daran, dass Rockos stärkstes Pokémon Level 14 hatte. Das bedeutet, ja, wir sind noch nicht stark genug. Dann können wir ein bisschen trainieren mit Mutti. Wer bist du denn? Hier du? Gibt es nur wenig ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Herr Rocco. Hast du eigentlich das Japanische gesehen? Die haben wahrscheinlich gesagt Rocco-san oder sowas. Echt? Nö, Japanisch habe ich nicht geguckt. Also, ihr müsst davon ausgehen, dass wir von Origin reden. San ist doch einfach nur so. Oder Sensei oder. Beiname. Das war ja bei One Piece auch nicht anders mit dem, wie hieß die, Sado-chan. Was? Sado? Wer ist das? Aus dem Impel Down, die eine mit der Peitsche. Achso, ja, ja, okay. Stimmt. Du bist dran. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Warum sagt uns das, was der alte Duck uns schon mal gesagt hat? Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen jedoch nur, kann ihnen nur ein Trainer beibringen. Mit so komischen Maschinen, die einmal rektal eingeführt bekommen und die denen das dann beibringt. Ausgerechnet rektal, tut das nicht weh? Sind immer so CDs, ne? Zumindest werden sie in den neuen als CDs dargestellt. Stell ich mir schmerzhaft vor. Naja, CDs in den Schlitz dann schieben. So habe ich mir das auch gedacht. So, Marmoria City, die steingraue Stadt. Das ist auch ein Scheißname, oder? Ich sag zwar auch immer, meine Stadt ist grau und selbst die Pflanzen wirken tot, aber ist keine schöne Stadt. Ja, aber in dem Spiel ist wirklich alles grau. Das stimmt, aber jede Stadt. Jetzt fällt mir ein, ich habe mein Handy gar nicht hier. Hast du deins gerade? Ah, nee, das ist mein Wecker, verdammt. Ich habe meinen Wecker hier rumstellen. Kannst du den auf Vibrationsalarm stellen? Nein, ich könnte mein Handy einen Wecker stellen, aber ich weiß nicht, ob der dann vibriert. Psst! Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Es ist in echt deine Pisse. Aber psst. Super effektiv, ne? Ja, klar. Wer den Manga nicht kennt, dringend mal lesen. Ist genial. Achso, den kennen wir schon. Weniger ernsthaft Pokémon drin. Auf was soll ich denn stellen? Die Zeit. Machen wir noch 12 Minuten, komm. Noch 12 Minuten? Okay, Moment. Timer. 12 Minuten. Warst du schon im Museum? Nö. Wirklich nicht. Es ist aber einen Besuch wert. Ach Gott. Schon wieder dieser Zwang. Ja klar, du darfst nicht auf seine Frage antworten. Der Protagonist ist stumm. Drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Nein. Ich bezahle nachher Eintritt. Marmoria City. Wissenschaftsmuseum.
Hier oben lag irgendwie noch ein Item rum. Kann man eigentlich alle Fossil-Pokémons bekommen? Die sind randomized. Oh, also könnte da auch überhaupt kein Fossil-Pokémon drin sein. Es könnte ein Carpador drin sein. Das Schlimmste wäre eh, wenn irgendwie ein Pokémon mit Härtner, Platscher und solchen Attacken am Ende dem Champ der Top 4 gehört. Also, Gary, Ash, wie auch immer. Ja, das wäre echt schlimm. Gerüchten zufolge sollen die Babys von Mondberg, nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Der Satz war falsch. Die ist angeblich, sollen sie vom Mond und nicht vom Mondberg kommen. Also. Aber nah dran, die klangen verwirrt. Die klangen wie so eine. Ja, die sich im Radio anruft und sagt, sie hat ein UFO gesehen. Ja, genau. Nidoran, sitz! Und was sagt Nidoran? Nidoran. Na, Raucherhusten? Okay. Ja. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch. Doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja, dann prügelt euch mit Rocco. So, ich erleide mal wieder Zwang. Du bist Trainer? Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderern. Folge mir. Wenn du genug Mumm hast, dann versuch dich an Rocco. Der Protagonist macht auch alles, was man ihm sagt, oder? Wenn man gesagt, komm mal kurz mit. Aber was ich mich frage, wo ist der raus? Vielleicht ist er in die Arena gelaufen. Nein, hier gammelt bloß der Typ rum. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Ja, von mir aus. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Fast. Der sieht auch so ein bisschen aus wie Psy, ne? Ja, ein bisschen, ne? So mit der Brille und den Haaren. Ja, ja, der macht gleich gerne Kingdom. Kingdom Style. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ach komm, mit dem können wir uns schon mal prügeln. Ja, passt. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Das dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. So weit ist er auch nicht entfernt. Nö, ein Lichtjahr. Das ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und ja. Mit den fast 300.000 Sekundenkilometern. Ja. Wäre das echt weit. Ja. Los, komm. Snobillic hat es vom Typ Geist. Faszinierend. Das erkennt man sofort, weil Normalattacke keine Wirkung zeigt. Na toll, Smog bringt auch nicht viel. Ich hatte Feuersturm! Arielis! Arielis! Mutti muss ran! Mutti, rette uns! Mutti mit ihren Doppel-D töten, was? Bitte, ja. Und Grabhammer. Skupiert uns! Wir schlagen zurück. Aber es kopiert uns besser, als wir es sind. Ich hab Angst um Mutti. Mutti. Ach komm, noch ein Krabbermann, das ist doch eh am Arsch. Naja, fast. Werf ein Pokéball! Feuersturm! Oh. Mutti, nein! Knapp. Ich tausche aus. Wenn der jetzt noch ein Pokémon hat, tausche ich aus. Ja. Ariel erreicht Level 11. Mutti ist fast tot und super, gegen Vulpix sind wir effektiv, aber ich gehe das hat Doppelkick. Egal. Ich benutze... Hast du gerade den Trainernamen gelesen? Nein. Elite 4. Jetzt schon. Ein bisschen früh, oder? Ja.
Ich sehe es schon kommen in Dings da bei den Siegesstraße kämpfen wir dann gegen einen Käfertrainer und sowas. Der Doppelkick, der gegen alles effektiv ist. Der Kerl, also die Top 4 hat auch nichts Besseres zu tun, als hier in der Gegend rumzustehen, oder? Ja. So, Volltreffer. Wir sind die Volltreffer-Trainer. Scheint das Vulpix doch noch Feuertyp. Ja, Feuer oder Boden, das haben wir ja schon mal festgestellt. Ach so, ja, stimmt. Ah, der sagt sogar die Entfernung und nicht die Zeit. Tja, doof gelaufen. Das raffst du nie, was? Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Leider, sonst wäre Mutti fast abgekratzt. Ja, Mutti. Was benutzt auch Feuerattacken gegen Pflanze-Eis-Pokémon? Das wäre draufgegangen. Das hätte ja vierfach Damage gemacht und das macht ja eh schon 120, ne? War es nicht Pflanze Feuer? Nee, Pflanze Feuer ist unser Bock. Bock? Achso. Mutti ist doch normal, oder? Mutti ist normal. Die normale Mutti. Wollen wir es jetzt schon gegen Rocco versuchen? Nee. Also lieber ein bisschen trainieren. Dürfen wir hier, ich guck mal kurz auf die Karte, ob wir hier überhaupt noch ein Pokémon fangen dürfen. Gute Idee. Da. Ach so, stimmt, das macht das ja so mit hoch und runter, das war ja noch die alte Karte. Route 2 und hier war Route 1, also Route 2 geht hier den ganzen Weg hoch. Das bedeutet, wir dürften dann... Hä? Hm? Ach nee, Route 2, das... Hier haben wir Rehorn gefunden, das zählt noch zu Route 2. Ach so. Also dürfen wir nicht. Nein, wir dürfen hier nicht. Okay. Dann, aber trainieren dürfen wir. Trainieren dürfen wir. Dürfen aber nichts machen. Mal schauen, was hier so Schönes gibt. Gar nichts. Doch. Pummelhof. Das trifft man hier sogar ab und zu wirklich. Echt? Mhm. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und mit dem Karateschlag töten wir es. Wow, nee. Wirklich fast. Sternenschauer, das kannst du ja wirklich. Das ist auch krass. Das ist eine Nostalgie. Ja, total. Ich habe immer noch Angst, dass hier gleich irgendwie Arctos, Zapdos, Lavados um die Ecke springt. Das wäre cool. Das wäre eigentlich schade, weil wir das nicht fangen dürfen. Ja, und vor allen Dingen würdest du uns den Hintern versohlen. Eventuell. Es sei denn, es ist auch so Level 4, dann hätten wir eine Chance. Ja, dann hätten wir noch eine kleine Chance. Entei und so gab es ja noch gar nicht hier, oder? Nein, das ist... Entei, dritte Generation... Zweite? Dritte? Keine Ahnung. Zweite Generation. Also an Legendären gibt's nur die drei Vögel. Mewtwo und Mew, oder? Ja. Okay. Arcani sollte ja eigentlich auch, legendär sein, ne? Arcani? Ja. Ach, dieser große Feuerhund da. Genau. Der wurde erst als legendär gemacht. Man hat sich aber trotzdem entschieden, noch einen dritten Vogel zu machen und so ist dann Lavados entstanden. Ach so, okay. Auch cool. Also ich vermisse so ein bisschen, was die legendären Pokémon angeht, die Zeit so von der blauen Edition, so wo es nur wenige gab, weil jetzt in den neuen gibt es ja so locker mal 10 Stück pro Edition. Ja, die schmeißen mit legendären rum, als wären es Pokébälle. Ja. Ja, so selten sind die dann gar nicht. Kannst du dir für 2 Euro im Shop kaufen? Ja. Boah, cool. Wir haben doch schon mal eins getroffen, das hat uns fast umgebracht. Und dann hat es Mutti umgebracht. Nein, nicht ganz umgebracht. Ja, Mutti hat es umgebracht. Achso, Mutti hat es, ja. Früher dachte ich immer, Rihorn wäre die Vorentwicklung von Mutti. Deine Mutti ist so fett wie ein Rihorn. Unsere Mutti ist tatsächlich so fett wie ein Rehborn. Stimmt. Scheiße. Ja. Wir sollten nicht so... Das sind böse Witze. Nein, der 6-Jährige soll gar nicht erst damit anfangen. Das ist außerdem, schlechter Humor. Außerdem hatten wir doch Dings im vorigen Part gesagt, dass wir Mutti nicht auf ihr Gewicht ansprechen sollen, weil sonst kriegt es noch Kompromisse. Komplexe. So heißt aber auch Part 2. Komplexe. Dann... Solange es keine Kopfschmerzen hat, ist es ungefährlich. Ich muss aber sagen, ich finde die Pics, also die Bilder von den älteren Generationen, deutlich besser als die von den neuen. Kommt drauf an.
Auf was? Jetzt, ja, zum Beispiel bei X und Y sind sie 3D. Ja, aber trotzdem, auch wenn du guckst, selbst in neuen Generationen, die neuen Bilder im Vergleich zu den Pokémon, also die neuen Pokémon im Vergleich zu den alten, da haben die alten, die alten Pokémon sehen deutlich besser aus als die neuen. Na, selbst von der Grafik her. Finde ich nicht immer. Bei welchem denn nicht? Bei den Gold und Silber. Ja, aber die ganz alten, die jetzt aus Blau und so. Ja, wenn du die aus Blau in einer anderen Generation fängst, sehen die, also in einer neuen, also sowas wie XY, Schwarz-Weiß. Bei Dings, Hund, Katze, Maus. Bei Blattgrün finde ich die aber besser als bei Blau. Ja, aber ich meine so die Pokémon gesamt. Also ja, wenn gut. Du dir jetzt einen Anton in Schwarz-Weiß fängst, sieht es einfach besser aus als ein Pokémon, das erst in Schwarz-Weiß dazugekommen ist. Hatten die eigentlich die blaue Edition damals, als der Game Boy Color rauskam, nochmal neu aufgesetzt? Nein. In den Farben? Nein, nein, nein. Blau ist komplett ohne Farben. Sonst würdest du hier auch Farben sehen. Die gelbe hat Farbedition, hat Farbpalette mit drin. Ich hätte schwören können, dass es bei der blauen auch mit Farbe war. Nein. Bei Game Boy Color. Hier war also, noch keine Farbpalette nachgesetzt. Okay, also nur beim gelben, bei jedem Gebiet ändert er da die Farben. Ja. Das nannte man damals noch Color. Jo, Farbe pur. Und ups, Zeit ist um. Ja, und mit diesem Warnalarm, Fliegeralarm, was auch immer. Nein, das ist kein Fliegeralarm. Fliegeralarm klingt anders. Das ist einfach nur ein Alarm. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von unserem netten Publikum. Auf Wiedersehen. Lasst uns doch einen Daumen hoch da. Freude pur. Und tschüss.